Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Reaktion auf Sondierungsergebnisse. Führende SPD-Politiker wie die Parteivizevorsitzenden Stegner und Dreyer fordern Nachbesserungen in mehreren Punkten. Stegner sprach sich aber für Koalitionsverhandlungen aus. Die CSU-Spitze pocht auf strikte Einhaltung der Sondierungsergebnisse. Militärausrüstung für Jordanien. Verteidigungsministerin von der Leyen hat Fahrzeuge und Ausbildungsflugzeuge für den Kampf gegen die Terrormiliz IS übergeben. Gestern hatte sie die deutschen Soldaten besucht, die sich am Stützpunkt in Al-Asrak an der internationalen Anti-IS-Koalition beteiligen. Tunesier protestieren weiter gegen steigende Lebenshaltungskosten. Auch heute, am 7. Jahrestag der Revolution, gingen erneut Tausende auf die Straße. Gestern Abend hatte die Regierung mitgeteilt, dass sie die Hilfen für Bedürftige aufstocken will. Passagierflugzeug in der Türkei rutscht Abhang hinunter. Die Maschine der Fluglinie Pegasus kam bei der Landung in Trabzon von der Piste ab. Sie blieb wenige Meter vom Meer entfernt stecken. Die 168 Menschen an Bord blieben unverletzt. Brennender Tanker im ostchinesischen Meer gesunken. Das iranische Schiff war vor einer Woche mit einem Frachter zusammengestoßen. Löschversuche blieben erfolglos. Drei Seeleute wurden tot geborgen. Für 29 Vermisste besteht laut Behörden keine Hoffnung mehr. Das Wetter. Morgen zunächst freundlich, später von Westen her dichte Wolken, die teils auch Regen bringen. Auffrischender Südwind, -1 bis 10 Grad.